Adventure Time mit uns in den Sinn, zieht zu uns zu fernen Ländern hin. Komm mit, wenn wir dir Norwegen zeigen. Viel Spaß mit Claudio und Martin bei Adventure Time. So Leute, ist mal wieder ein wunderschöner Morgen. Ja, gestern habe ich nicht mehr viel gefilmt. Erstens, weil die Cam relativ leer war. Musste beide Akkus wieder laden. Und ja, wir haben jetzt auch einfach mal noch das letzte bisschen Norwegen gestern richtig genossen. War noch oft entspannt, 2,5 Stunden in der Sauna. Was weiß ich, wie viele Saunagänge gemacht. Die ganze Zeit dann in den Fjord reingesprungen und abgekühlt. Ja, das war auf jeden Fall richtig angenehm. Genau, heute geht es nach Schweden zurück. Genau, und wir bewegen uns jetzt dann langsam Richtung Trelleborg, also Richtung Fährhafen. Ja, Spriff für heute haben wir noch nicht ganz geschaut, weil wir fahren jetzt erstmal schauen, was wir alles an Strecke schaffen und dann schauen wir mal, was da auf dem Weg so kommt. Ja, soweit der Plan. Drohnenflug gibt es von hier heute leider nicht, weil es wäre ganz schön windig, schaut nach Regen aus. Liebe, better safe than sorry. Moin Moin. Oh, so, die Fahrt ist beendet. Wir waren gute 10 Stunden unterwegs, haben über 900 Kilometer geschafft. Jo, jetzt sind wir hier wieder in Schweden an dem Fluss. Ja, haben hier, ja, die Schalteroption war jetzt nicht allzu krass, deswegen jo, haben wir jetzt den Schalter hier. Ist ja leider vom Schalter keine View. So schaut das hier aus. Ja, aber das passt. Ich meine, wenn man View haben will, dann hacken wir uns hier halt raus, machen wir dann gleich eh ein schönes Lagerfeuer. Und dann schauen wir weiter, würde ich sagen. Genau. Oh, ich bin eh ziemlich fertig von der Fahrt. So, glaube ich, allzu lange werde ich auch nicht machen. Vorhin haben wir uns gerade noch Max Burgers reingezogen. Ja, ich bin fertig. Tada! Moin Moin! Ist mal wieder ein wunderschöner Tag. Heute mal wieder in Schweden. So, wir sind hier gestern Abend ziemlich spät angekommen. 21:45 ungefähr. Genau, deswegen, wir haben gestern weder noch viel gemacht, noch habe ich noch viel gefilmt. Ja, war aber jetzt auch nicht wirklich actionreich. Naja, da oben war unser Shelter, war ganz entspannt auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir auch nochmal schnell hier runter. Ah, das ist schon auch wieder ein sehr malerischer Fluss. Das ist doch schön, oder nicht? Ja, wassertief ist jetzt nicht krass. Also die Angel werde ich hier wahrscheinlich eher nicht reinschmeißen. Beziehungsweise hier.
Ist zwar etwas ruhiger. Ja. Naja, naja. Ja, ich glaube, wir packen es eher weiter für den nächsten Spot. Ja, mit anderen, weil wir die Angel rausgefetzt. Ja. Ah. Ich bin da auch noch ein bisschen müde, weil ja, wir sind ja gestern über 10 Stunden mit dem Auto unterwegs gewesen, haben fast 1000 Kilometer Strecke gemacht. Ja, das dementsprechend habe ich heute auch länger gepennt. Also ich habe locker bis um 10:30 gepennt. Das habe ich aber auch gebraucht. Jetzt ist die Battery auch wieder charged. Jetzt kann es weitergehen. Ja, genau. Wollte ich euch nochmal schnell Plus zeigen. Zeige euch nochmal den massiven Weg nach oben. Brutal. Ja, so schaut das aus. Das ist die Feuerstelle. Da ist der Matti. Da ist das Plumpsklo. Da ist der Schelter. Null bis Strömen. So heißt dann schon der Fluss. Ah ja. Genau. Hier so ein kleines Bäckchen. Ja, und hier haben wir uns dann auf entspannt hingefetzt. Jo. So, jetzt geht's weiter. Ja, Leute, stark. Es ist bei der zweiten Shelter-Aktion heute und sie ist mal wieder belegt. Also ich hatte es ja schon mal, dass mal ein Shelter belegt ist, aber tatsächlich zwei hintereinander. Und vor allem, wir sind hier, das ist jetzt nicht gerade ein beliebtes Wandergebiet oder irgendwas. Wir sind legit einfach irgendwo im Wald. Stark, Leute. So, es hat jetzt nur 6 Versuche gebraucht, bis wir so ein Shelter gefunden haben. Ja, die guten Dinge sind 2x3. Genau. Also bei einem Trip, egal. Jetzt haben wir ja einen. Naja, Schnee ist hier auf jeden Fall. Jo, so schaut er aus. Ja, das hat alles, was es braucht. Voll. Feuerstelle, Shelter. Ey, Bro. Ey, Bro. Prost. Also, das ist irgendwie korrupt. Der ist echt korrupt. Ja, so schaut's aus. Oh yeah, schön Baked Beans Rührei und skandinavischer Speck mit der Aussicht. Träumchen! So schaut die Pfanne aus. So schaut der Topf aus. So schaut der Matti aus. Ich wär hurra geil. Hurra geil, so schaut's aus.
So Leute, moin moin, ist mal wieder ein wunderschöner, aber auch ein kalter Tag in Schweden. Also heute der Wind geht ordentlich, es ist ein bisschen bewölkt, regnet nicht, aber es ist auf jeden Fall zapfig. Deswegen, wir schauen, dass wir weiterkommen. Haben auch einen sehr, sehr geilen Spot, vor allem zum Angeln für heute. Heute mal wieder dick geangelt. Ja, jetzt packen wir schnell zusammen, müssen uns auch noch schnell umräumen, weil da haben wir letzten Tag das Zeug einfach nur reingefetzt. Zeit es mal wieder ein bisschen zu organisieren, und wenn es jetzt direkt am Schalter steht, ist das die Möglichkeit, würde ich mal behaupten. Jo, see you. Ja, ich würde mal sagen, die Aktion hat sich gelohnt. Ha, und die Cam geht gleich aus. 1%. Upsi, da muss ich geladen werden. Ja, der Rückbein ist wieder voll, aber alles, was wir graben müssen, ist da. Ja, und da haben wir jetzt echt fast ein bisschen zu viel Platz im Kofferraum. Ja, passt gut. So, Leute, sind wir an unserem Spot für heute. Ja, wir haben schon aufgebaut. So schaut es hier aus. Ist um einiges windgeschützter, weil heute wird es auf jeden Fall 2 Stunden regnen, wenn wir hier draußen pennen, aber mit dem Shelter passt das easy. Yo, jetzt wird die Angel ausgeschmissen, beziehungsweise ich habe sogar schon ein paar Würfe hier gemacht, weil das ist ja ein Hechtgewässer auf jeden Fall. Ein paar Barsche könnten ja auch noch drin sein. Und ich hatte tatsächlich schon den ein oder anderen großen Biss. Und da habe ich mir gedacht, hole ich doch gleich noch die Cam. Genau, weil ihr musstet jetzt erstmal schnell laden, weil wir hatten ein bisschen Stromprobleme. Aber das hat sich jetzt alles so gut wie gelöst. Yo,
Und jetzt gibt's eine schöne Angel-Timelapse und hoffentlich melde ich mich dann gleich mit einem Fisch.